das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, gespannt. Was nun? Auf was ein Wort. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf ein Wort aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Mein Name ist Nils Hensel und ich begrüße Sie auch im Namen meiner Kollegen Christian Müller-Hergel und Detlef Rüsing. Als nächstes möchte ich eingehen auf die Dialogakademie. Da gab es ja im Februar und im März unterschiedliche Seminare und wir möchten uns bei Ihnen bedanken für das positive Feedback und die rege Teilnahme an den Seminaren. Gleichzeitig können wir bekannt geben, dass es weitere Seminare geben wird. Die Termine werden wir über den Newsletter bekannt geben. Auf jeden Fall wird es Seminare und Zusatztermine geben zu den Themen Angst und Demenz und Sexualität und Demenz von Detlef Rüsing. Die einzelnen Infos finden Sie wie immer in der Infobox unter diesem Beitrag. Ja, bevor wir uns ansehen, was wir im April geplant haben, schauen wir noch einmal zurück auf den März. Als erstes ist mein Kollege Christian Müller-Hergel gestartet mit einem Beitrag zu Lesen und Demenz. Dann gab es einen Beitrag zur Fallbesprechung, beziehungsweise einen weiteren Beitrag zur Fallbesprechung als Kernprozess der Pflege. Und zuletzt einen Beitrag, den ich angefertigt habe zum Thema Migration und Pflege. Sie können sich alle Beiträge noch einmal ansehen. Die Links finden Sie unter diesem Beitrag in der Infobox. Der letzte Beitrag wäre eigentlich der Podcast Wissenstransfer gewesen von meinem Kollegen Detlef Rüsing. Dieser musste aus organisatorischen Gründen verschoben werden. Eine weitere Ausgabe des Podcastes Wissenstransfer wird es Ende April geben. Mein Kollege Detlef Rüsing fasst im Podcast Wissenstransfer alle Beiträge aus dem Dialogzentrum in den jeweiligen Monaten zusammen und formuliert darüber hinaus eigene Gedanken zu unterschiedlichen Themen aus der gerontopsychiatrischen Pflege. Kommen wir zum Ausblick auf die Beiträge im April. Als erstes wird es eine Post aus dem DNKP geben. Es wird eine Aktualisierung des Expertenstandards Sturzprophylaxe in der Pflege geben und dazu werden weitere Infos veröffentlicht. Mein Kollege Christian Müller-Hergel wird einen Beitrag veröffentlichen zu Lebensqualität von Menschen mit Demenz. Dann wird es ein kritisches Glossar geben zur Organisationskultur, ebenfalls von meinem Kollegen, und einen Beitrag von mir zum Thema Homecare. Als letztes wird es dann eben die schon angekündigte Folge des Podcasts Wissenstransfer geben. Wenn Sie Rückfragen haben oder Hinweise, Sie können sich jederzeit melden hier unter den Beiträgen, im Kommentarbereich natürlich, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an die dzla@hs-osnabrück.de. Wie Sie verfolgen wir auch die aktuellen Nachrichten, die uns erreichen aus der Ukraine. Diese belasten natürlich auch die Pflege und die Gepflegten, wie aber auch die Pflegenden sehr, da sie an eigene Kriegstraumata und negative Erinnerungen erinnert werden. Wir wünschen Ihnen für diese schwierigen Herausforderungen ganz viel Kraft und trotz allem einen guten Start in den Frühling 2022. Auf ein Wort.